Hallo ihr Lieben, jetzt möchte ich ganz gerne mit euch im Bereich Mobilisierung und Dehnung arbeiten. Das könnt ihr jedes Mal, wenn ihr zum Beispiel einen schönen Spaziergang hinter euch habt, wenn ihr ein bisschen warm seid, der Kreislauf so ein bisschen schon in Schwung war, entsprechend zum Runterkommen nochmal vorher ein bisschen mobilisieren und dehnen. Und das mache ich jetzt gerne mit euch. Und dazu marschieren wir locker entspannt. Fangen mit den großen Schultergelenken an. Nehmen die Arme mit, atmen tief ein und aus. Öffnen unsere Schulter weit nach hinten, schieben unser Brustkorb nach vorne. Versuchen mehr aus den Schultern zu kommen, mehr das Brustbein nach vorne zu schieben. Streck die Arme. Atme ein und aus. Spüre deine Schultergelenke. Die werden immer größer und immer runder und immer entspannter. Schiebe in deine Diagonalen und versuch, deine Arme lang und gestreckt zu haben. Nimm deinen Nacken mit. Jedes Mal, wenn die Schulter nach hinten schaut, schaut dein Kopf mit. Auch hier wieder an die Atmung denken. Und schaust du nach vorne und du streckst und gehst ein bisschen in deine Ausatmung und schiebst ein bisschen nach. Dann die andere Seite. Und das kannst du noch ein paar Mal machen. Auch das Schulterkreisen, beidseitig, einseitig, das Öffnen, das Schließen, das kannst du jedes Mal immer wieder zwischendurch machen. Dann schiebst du zur Seite, nimmst den Rumpf mit, nimmst deine Hüfte mit. Ganz entspannt und ganz locker, erstmal in jede Richtung, in jede Bewegungsform mal reingehen, gucken, wie es sich anfühlt, dann die Schulter mal in Ruhe lassen, die Gelenke, Hüfte und Knie mal so ein bisschen mitnehmen. Das Beugen und das Strecken nicht vergessen. Vielleicht dann mit beiden Beinen noch mal ein bisschen nachgehen, Wirbelsäule lang lassen, Kopf zur Verlängerung dabei. Dann wieder ein bisschen antesten, sodass du erstmal deine Gelenke spürst, dass du erstmal deinen Körper wahrnimmst. Wenn ihr zu Hause einen Holzstab habt, Besenstiel, einen Wischmopp und den Stiel abmachen, das geht wunderbar. Irgendwas, das du hier schön zum Festhalten hast, wo du spürst, dass deine Gelenke ein bisschen mehr auf Widerstand arbeiten. Deine Strukturen, deine Fasern, alles, was deinen Körper angeht, dass du da ein bisschen mehr mitspürst. Dann bleibst du stehen in deinem aktiven Stand. Deine Knie sind leicht gebeugt, das Becken nach vorne. Jetzt kommst du in eine große Bewegungsform. Die Wirbelsäule spürst du. Du atmest und versuchst, deine Schulter lang zu machen. Versuchst, noch ein bisschen nachzugehen. Aber dann auch wieder loslassen und völlig entspannen. Mal ein bisschen los, anbeugen, entlasten. Das Ganze machst du dann auch mal seitlich und versuchst mal hier entgegenzuziehen. Kopf mitnehmen, wegschauen, wieder dazu. Zur anderen Seite, lang machen, Kopf wieder wegschauen. Wieder dazu. Das machst du auch ein paar Mal. Rechts und links. Halten, nachziehen, strecken. Halten, nachziehen, strecken. Sehr gerne bleibst du mal, schaust weg und versuchst jetzt dein oberes Gelenk, den langen Arm, ein bisschen mehr mit nach hinten zu ziehen. Dass du deine Schulter spürst. Dass du das Gelenk spürst. Ich zeig's dir mal von der Seite. Schaust weg. Hier ein bisschen Mobilität reinbringt. Das Ziehen und das Strecken wieder dabei. Dann aber auch wieder loslassen und entspannt, locker durchgehen. Gut. Fang dann locker nochmal an, alles in Bewegung zu bringen. Deine Beine, deine Wirbelsäule, deine Schulter. Fang nach hinten an zu rudern. Atme wieder ein und aus. Ihr seht, jetzt sehen wir ein bisschen mehr die Beine mit dazu. Locker. Es muss nicht so tief sein. Du kannst auch ein bisschen höher arbeiten. Und dann fangen wir an. Bring die Beine dazu. Ein bisschen anheben, absenken. Die Schulter wieder dazu. Lange Wirbelsäule. Den Hüftbeuger. Den Einbeinstand. Alles dazu. Das kannst du auch beliebig ein paar Mal machen. So, wir kommen einmal mehr auf unsere Hüfte. Wenn du im Einstand, Einbeinstand ein bisschen Probleme hast zum Stehen, beziehungsweise nicht so stabil bist, nimmst du einfach deinen Stab dazu als quasi kleine Unterstützung. So bleibt deine Wirbelsäule lang
Und wir können hier definitiv entspannt aus dem Becken, aus der Hüfte mobilisieren. Wenn du sagst, meinen Stock brauche ich nicht, den lege ich lieber ab. Nimm die Schulter mit, sodass mein ganzer Körper ein bisschen mehr arbeitet. Aber mein Standbein, wie du siehst, ist schön gebeugt. Bleibt im Boden feststehen, sodass ich hier Stabilität finde. Und dann kannst du hier beliebig große Bewegungen machen. Wieder an die Ein- und Ausatmung denken. Auch hier Sekunden, vielleicht auch mal eine Minute. Beide Beine, beide Seiten mal durchgehen, sodass du hier wirklich locker in der Hüfte bist. So, locker in der Hüfte geht es auch weiter. Du brauchst also ein bisschen seitlich Stabilität, einen guten Stand, eine gute Position. Das haben wir eben schon kurz angedeutet. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr tiefer rein. Das heißt, jetzt wollen wir ein bisschen mehr spüren. Jetzt geht es mehr in die Dehnung. Dein Standbein ist gebeugt, wie bei mir auf der rechten Seite. Das lange linke Bein machst du lang. Und dann gehst du ein bisschen mehr rein, sodass du wirklich seitlich schön die Strukturen spürst. Versuche zu halten. Versuche die Stabilität oben zu halten. Wenn du möchtest, nimmst du noch parallel den Arm dazu. Das linke Bein ist lang, die linke Schulter. Oh, und dann gehst du in die Ausatmung und wir halten. Und wir können auch hier nochmal nachdehnen. Auch hier Sekunden, vielleicht auch mal eine Minute, je nachdem, wie viel Kraft, Spannung du hast. Komm immer wieder in deine Mitte. Geh sauber nochmal rein. Kurzes Bein, langes Bein. Geh nochmal rein, wippe. Spüre. Du machst dich lang. Du spürst die Dehnung. Und dann kannst du auch hier nochmal wunderbar halten. Und dann einmal deine Linie nachziehen. Ein- ausatmen nicht vergessen. Ist immer wieder wichtig. Für unsere Körperhaltung, für unsere Wahrnehmung. Komm wieder in deine Mitte. Ein bisschen enger stehen, stabiler stehen. Versuch die Beine durchzustrecken. Nimm erstmal die Schulter nach hinten und spür erstmal. Wie arbeitet meine Wirbelsäule? Wo sind meine Schultern? Komm in einen guten, festen Stand. Beug die Knie ein bisschen an, sodass dein Lendenwirbel nicht zu viel Druck kriegt. Zieh den Bauch ein, mach die Arme lang und schieb dich nach hinten. Nimm den Kopf von rechts nach links. Du musst schieben, du musst drücken, du musst die Kraft spüren, die dein Körper aufbaut. Wenn du möchtest, hebst du die Arme ein bisschen mehr an. Du streckst. Schiebst. Das, was du nach hinten kannst, kannst du auch nach vorne. Wunderbar. Mach dich lang. Daumen zueinander. Schulter von den Ohren. Kein Stress im Bereich Nacken und Schultergelenk. Mach dich hier lang und versuch dich zu strecken. Versuch dich zu ziehen. Schieb deinen Gesäßmuskel. Deine Beine noch ein Stückchen von deinem Körper weg nach hinten, sodass die Wirbelsäule ganz lang wird. Atme, löse, komm wieder in deine Mitte, locker auf. Jetzt kannst du wieder die Rechts- und Linkskombination in der Dehnform weitermachen. Du kannst nochmal die Wiederholung hinten und vorne immer wieder zusammen dazu nehmen. So, unser Stab, damit geht es wieder weiter. Die Beine haben wir jetzt so schön aufgewärmt, beziehungsweise schön nachgedehnt. Jetzt kommen wir dazu, dass wir hier erstmal versuchen, in einem großen Ausfallschritt erstmal zu stehen. Ich nehme gerne immer wieder den Stab dazu, weil ich hier mal einen schönen festen Gegenstand in der Hand habe und hier gut führen kann und fühlen kann, wie mein Körper in seiner Länge arbeitet. Ganz wichtig ist, dass die Schulter immer wieder absenken. Unser Kopf zur Verlängerung der Wirbelsäule ist. Bauch und Wirbelsäule arbeiten gemeinsam. Die Ferse hinten drückst du fest in den Boden und du machst dich lang. Und wenn du sagst, die Schulter, die spüre ich viel zu viel, da kann ich das nicht so gut halten, orientierst du dich in deiner Mitte, hier nach vorne. Versuchst aber, deine Beine hinten lang zu lassen. Versuchst hier, ich zeige es dir nochmal seitlich, dass du wirklich großflächig stehst, dass die Ferse nach hinten geht, dass die Wirbelsäule lang ist, dass du die Wade spürst.
Jetzt kannst du dich noch einmal lang machen. Dehnen, streck dich, ziehe. Atme ein, atme aus. Ganz wichtig ist, auch hier über Sekunden, vielleicht mal eine Minute zu arbeiten. Und natürlich beide Seiten zu dehnen. Tief wieder ein- und ausatmen. Versuch dich lang zu machen. Versuch dich zu ziehen. Die Schulter immer wieder von den Ohren weg. Kein Stressfaktor in den Nacken zu verursachen. Mach dich lang. Wechsel immer wieder rechts und links. Bis wir merken, oh ja, ich bin ein kleines Stückchen größer geworden. Und ich merke, wie gut mein Körper sich gedehnt hat. Und dann gucken wir mal. Gehen langsam. Stück für Stück mit gestreckten Beinen nach unten. Die hintere Muskulatur im Bereich der Oberschenkel, Gesäß, die werden jetzt schön gedehnt. Versuche die Schultern locker zu lassen. Versuche den Nacken und den Kopf entspannt zu deinem Körper zu bringen. Und konzentriere dich auf deine Beine. Konzentriere dich auf die Dehnung. Atme wieder tief ein und aus und versuche zu halten. Versuche ein bisschen nachzuziehen. Versuche ein bisschen mehr rauszuholen. Dann löst du Stück für Stück. Langsam kommst du raus. Spürst nochmal rein. Schulter, Nacken. Wunderbar. Wir können ein bisschen tiefer gehen. Haben wir ja schon gemacht, diesen Ausfallschritt. Diesmal bleibt aber die Ferse oben und wir ziehen uns mit der Ferse weiter nach hinten, so dass wir auch hier wieder gut und stabil stehen können. Es kommt jetzt auf die hintere Oberschenkel und Hüftstrukturen an. Also wir machen uns jetzt hier hinten schön warm und hier hinten auch. Das heißt, alles, was wir jetzt nach hinten gedehnt haben, da brauchen wir jetzt Stabilität. Und nach vorne hin machen wir jetzt eine große Dehnung im Bereich des Oberschenkels, Quadrizeps und entsprechend unsere Hüfte. Den Oberkörper neigst du ein bisschen weiter nach vorne, sodass die Wirbelsäule nicht zu viel Druck kriegt. Jetzt kannst du wieder entscheiden, nehme ich die Arme dazu, seitlich, oder lasse ich sie erstmal tief und ich konzentriere mich erstmal auf den Oberschenkel. Und jetzt drückst du ein bisschen mehr und du kommst ein bisschen mehr und je nach Wahrnehmung, Bewusstsein und Wohlempfinden kannst du vielleicht absenken. Kannst du vielleicht mit dem Oberkörper nachhelfen. Aber unsere Wirbelsäule bleibt lang. Die Konzentration geht definitiv auf den Oberschenkel und den Hüftbeuger. Nach ein paar Sekunden, vielleicht auch hier wieder eine Minute, halten wir. Dann setzen wir aber hinten unser schönes Kniegelenk ab, stützen uns vom Boden weg und gehen hier noch ein bisschen nach. Oh, das tut gut. Atme ein, atme aus. Ich hoffe, das sieht man. Man zieht, ne? Es zieht und du wirst länger. Aber das Knie bleibt tief. So ist das vom Körper her ein bisschen entspannter. Wenn ich die ganze Zeit oben halte, brauche ich doch ein bisschen mehr Kraft. Du kannst das Ganze erweitern, indem du jetzt hinten die Fußspitze Ferse aufsetzt. Dann kommst du erstmal entspannt zurück, fühlst du ein bisschen rein. Oh ja, fühlt sich gut an. Vorne hat aber definitiv ordentlich gehalten. Jetzt verschieben wir das Ganze nach hinten. Wir gucken erstmal, wie es ist. Setzen erstmal die Ferse auf. Die Fußspitze ist oben. Bringen auch hier in dem vorderen Gelenk erstmal eine schöne Spannung rein. Gucken erstmal, wie es sich anfühlt. Je nach Beweglichkeit, Wohlempfinden, kannst du jetzt hier dich lang machen. Das heißt, hier baust sich eine Spannung auf, das Bein bleibt gestreckt, der Oberkörper ist lang und unsere Wirbelsäule ist wieder gerade. Jetzt kann ich wieder nochmal gucken, ob ich hier nachhelfen kann. Nachziehen, schön ein- und ausatmen. Ein paar Sekunden, vielleicht aber auch eine Minute. Und dann ist es aber auch wieder wichtig, dass ich aus dieser Position entsprechend rauskomme, reinfühle. Oh, es wird immer alles ein bisschen beweglicher. Oh, es fühlt sich gut an. Selbstverständlich ist unser Seitenwechsel ganz, ganz wichtig. Nicht vergessen, erstmal wieder aufbauen. Die Ferse verschwindet nach hinten. Die zieht.
Der Oberkörper bleibt entspannt, ein bisschen nach vorne geneigt und es geht wieder um den hinteren Oberschenkel. Ganz wichtig, der Beuger. Da wollen wir es spüren. Da wollen wir es halten. Und jetzt nehme ich mal einmal die Arme mit. Vorhin haben wir eine Pause gemacht. Jetzt möchte ich aber die komplette Wirbelsäule spüren. Jetzt mache ich mich nochmal ganz lang und den ganzen Körper will ich wahrnehmen. Atmet ein und aus. Versucht, über Sekunden, vielleicht auch wieder noch eine Minute zu halten. Dann kommst du wieder zurück. Und dann guckst du mal, wie die Seite so funktioniert. Setzt die Hände auf, nimmst sie als Unterstützung mit. Ellenbogen zum Körper, Schulter entspannt. Und dann versuche ich auch hier mich lang zu machen. Es geht um den hinteren Oberschenkel und um den Beuger. Auch hier kann ich vielleicht noch ein bisschen nachgehen. Das Atmen wieder mitnehmen. Dann setze ich hinten wieder auf. So ein bisschen Körpergewicht rauszunehmen. Bleib wieder in meiner Mitte. Und versuche ihn hier lang zu machen. Ganz, ganz wichtig. Wunderbar. Die Seite habe ich jetzt ein bisschen kürzer gemacht, damit wir zeitlich hinkommen, aber ist ja kein Problem. Jetzt gucke ich wieder, dass ich vorne die Struktur spüre. Jetzt ziehe ich wieder nach, meine Wirbelsäule bleibt lang. Mit dem Gesäß schiebe ich mich nach hinten und jetzt kann ich wieder hier Spannung aufbauen. Sehr schön. Ich kann hier wieder reingehen. Durchatmen. Ein paar Sekunden gehe ich aus der Position raus, komme zurück, komme wieder auf, locker alles. Sehr schön. Und dann gucke ich mal, wie es geklappt hat. Jetzt bin ich komplett gedehnt. Vorne die Beine, hinten die Schultern. Und dann gehe ich nochmal rein und denke, ja, es fühlt sich auf jeden Fall viel besser an als vorhin. Definitiv. Das kann auch jeder von euch selber zu Hause antesten. Und man kann natürlich viel, viel mehr in den Bereichen dehnen. Man kann viel mehr Bereiche, Oberkörper, Wirbelsäule, Rumpf dehnen. Ganz zum Schluss noch einmal eure Aufposition in deiner Mitte. Und dann gehst du nochmal rein, um die Wirbelsäule nochmal mitzunehmen. Durchatmen. Wieder zurück. Mitnehmen. Durchatmen. Wieder ein bisschen Mobilität reinbringen, Bewegung reinbringen, sodass ich wieder alles ein bisschen locker. Die Schulter, die Wirbelsäule, den Rumpf. Nach vorne hin, nach hinten hin. Beide Beine schließen. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut!